wie Sie Ihre Teilnehmer direkt über Ihre Website einladen. Wenn Sie Ihre Umfrage abgeschlossen haben und Ihre Teilnehmer einladen möchten, dann ist immer ganz abhängig vom Anwendungsfall, was Sie mit Ihrer Befragung erreichen möchten oder wo Sie Ihre Befragung einsetzen möchten, gibt es unterschiedliche Wege, wie man am besten an die Teilnehmer kommt. Und klassisch gibt es den Link an der Stelle, den können Sie einfach irgendwo platzieren. Sie können E-Mail-Einladungen versenden, aber auch, was wir Ihnen relativ Neues anbieten und auch sehr flexibel, Sie können das Ganze auf Ihrer Website einbinden. Das hat den Vorteil, dass Sie hier direkt mit Ihren Website-Usern kommunizieren können bzw. in Kontakt treten können, um von denen Feedback einzuholen. Und wie das funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt mal. So, das heißt, wir klicken auf die Website Integration. Hier sehen Sie jetzt vier verschiedene Optionen, die wir Ihnen anbieten. Die erste Funktion ist ein Feedback-Button. Und das heißt, ganz klassisch Button, das kennt jeder aus dem Internet. Da haben wir hier ein paar Einstellungen, die wir Ihnen anbieten. Das heißt, wir können das Ganze ein bisschen farblich gestalten. So ein Petrol nehmen wir mal. Wir können die Größe anpassen und wir können auch sogar den Eckradius bestimmen, mit und ohne und ein bisschen und so weiter. Und dann auch hier Feedback geben und mitmachen. Ganz einfaches Beispiel ist mitmachen. So, das Ganze können wir natürlich auch noch ein bisschen in der Schrift anpassen, dass es zu unserem Unternehmen passt. An der Stelle, das ist ganz, ganz einfach, wählen Sie einfach eine aus. Und dann haben Sie zwei Möglichkeiten. Sie können denn die Aktion ist, dass wenn derjenige draufklickt, es öffnet sich ein Pop-up. Pop-up heißt, wir klicken mal drauf. Pop-up heißt, es öffnet sich direkt auf Ihrer Website. Das heißt, der User verlässt nicht mehr Ihre Website. Dadurch sinkt oder steigt auch nicht die Absprungquote bei Ihnen, sondern das Ganze findet im natürlichen Umfeld Ihrer User statt, auf Ihrer Website. Und das ist die eine Variante. Die andere Variante ist ganz klassisch. Wir sagen in einem neuen Tab, wir klicken drauf und die Befragung öffnet sich in einem neuen Tab. Also hier sind Sie, wie Sie möchten, relativ flexibel. Das können Sie so einstellen, wie Sie es benötigen. Wenn Sie das Ganze einbinden möchten, benötigen Sie ein bisschen Code, das ist ganz klar. Dafür können wir hier unten einfach über Plus Code generieren. Und dann machen wir mal Website und klicken auf Enter. So, wir haben jetzt hier den Code bekommen. Mit Get the Code können wir den hier markieren, kopieren und einfach irgendwo auf unserer Website einfügen. Also da in dem Content-Bereich, wo das Ganze stattfinden soll, wo der Button angezeigt werden soll. Kopieren Sie einfach raus, einfügen. Sie haben jetzt auch die Möglichkeit, nochmal drauf zu klicken. Und dann kommt jetzt hier Website Hilfe als Beispiel. So, jetzt kriegen wir einen zweiten Code. Vorteil ist einfach an der Stelle, dass wir diese Identifier oder Definition, die wir hier gegeben haben, diese Beschreibungstexte, in der Auswertung wiedererhalten und können halt genau sehen, wie viel Feedback ist über die Website gekommen und wie viel Feedback über Website-Hilfe zum Beispiel. Also wir haben hier eine Differenzierung, was uns für die Auswertung weiterhilft. Das ist die Variante Button. Als zweites bieten wir Ihnen eine Feedback-Lasche an. Das haben Sie bestimmt schon mal irgendwo im Internet gesehen. Das sind so diese kleinen Feedback-Laschen, haben wir sie genannt, die am Bildschirmrand erscheinen. Das können wir hier auch wieder ein bisschen farblich anpassen. Wir können auch die Position bestimmen, ob es links, rechts oder unten erscheinen soll. Also das, wie es Ihnen am meisten gefällt. Feedback und Hilfe. Wir können da halt auch den Text editieren. Wir haben auch wieder die Schrift und auch das Verhalten wieder öffnen im Pop-up oder irgendwie im neuen Tab. Also auch ganz flexibel. Genau. Hierunter ist das Ganze jetzt ein bisschen anders aufgebaut. Das heißt, wir haben hier mehr Möglichkeiten. Wir haben immer noch die Möglichkeit, dass wir den Code rauskopieren und einfach auf der Seite, Page, wo wir es haben wollen, einfach reinkopieren. Das muss auch keine bestimmte Position sein, das können Sie rein theoretisch überall einfügen, am besten im Body-Tag und nicht im Header, dann wird es teilweise, glaube ich, sogar schneller geladen. Genau, das ist die eine Variante, oder aber Sie benutzen den Easy Feedback Tracking Code. Der Tracking Code ist dafür da, den finden Sie hier, ich klicke da mal drauf. Den finden Sie hier in Ihren Account-Daten. Das heißt, Sie klicken hier oben rechts auf Account, Account-Daten und dann Integration. Und dann haben wir hier unter Tracking-Code diesen Tracking-Code. Den könnten Sie einmal manuell installieren
oder halt mit dem Google Tag Manager. Entweder kopieren Sie hier den Text oder öffnen den Tag Manager und suchen in den Community Templates nach Easy Feedback Tracking Code. Da haben wir das schon alles vorbereitet. Da müssen Sie nur noch diese Tracking ID eingeben und dann haben wir eine Verbindung zu Ihrer Website aufgebaut. Warum machen wir das? Wir machen das deswegen, um Ihnen die Aussteuerung so bequem wie möglich zu gestalten. Denn in vielen Unternehmen ist es nicht möglich, dass die IT-Abteilung immer ad hoc reagieren kann, wenn das Marketing sagt, wir brauchen eine neue Befragung. Wir brauchen es auf der Seite und das nur für ein paar Stunden oder für einen ganzen Tag oder wie auch immer. Das ist einfach zeitlich von den Ressourcen her nicht möglich. Da freut sich, glaube ich, auch nicht jeder drüber, wenn der immer so ad hoc springen muss. Deswegen haben wir das so gebaut, dass Sie einmalig über die Integration eine Verbindung herstellen und dann können Sie über Easy Feedback definieren, wo auf Ihrer Webseite das Element ausgespielt werden soll. Eigentlich ganz cool, ne? So, wir machen das gleich mal als Beispiel. Teilnehmer einladen sind wir bei Easy Feedback. Ich habe mal unsere eigene Seite aufgemacht. Das ist jetzt, mal kurz aktualisieren. So, das ist eine kleine Unterseite von uns, wo nicht viel Traffic ist. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen rumspielen hier. So, wir haben jetzt die Feedback-Lasche hier in grün mit Feedback-Hilfe und so weiter gemacht. Ich speichere das nochmal kurz ab. So, jetzt können wir über den Plus-Button können wir sagen, URL einschließen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, eine exakte URL zu bestimmen oder beginnt mit. Das heißt, alles, was dahinter folgt, wird inkludiert. Und wir nehmen jetzt mal hier das Partnerprogramm. Das war die Seite, die wir eben gesehen haben. Wir speichern das. Das sind jetzt nur die Einstellungen, die gespeichert sind. Es ist noch nicht veröffentlicht. Dafür müssen wir das nochmal on schalten. Wir schalten es on. Tracking wurde aktiviert. Und wenn wir jetzt auf die Seite gehen, von der wir eben gesprochen haben, Partnerprogramm, sehen wir es nicht. Und jetzt mit dem ersten Reload, zack, taucht hier unten die Feedback-Lasche auf. Ganz cool, ne? So, wir haben jetzt Links eingestellt. Wir können das auch wieder so machen. Oder Feedback geben beispielsweise und das Ganze kommt jetzt rechts rein. Wir speichern das. So, weil wir die Verbindung haben, weil wir die Verbindung auch hier unten haben, müssen Sie eigentlich gar nichts viel weiter machen, außer nochmal die Seite aktualisieren und dann sehen Sie sofort, dass es rechts kommt. Also auch da ganz einfach für Sie gemacht und komfortabel, so dass Sie keine IT-Abteilung oder ähnliches brauchen. Dazu können wir jetzt natürlich sagen, wir können noch eine zweite URL nehmen. Das heißt, wir nehmen noch die URL-Preise zum Beispiel hinzu oder die Startseite oder wie auch immer. Das ist kein Problem hier. Und wir können das Ganze auch exkludieren. Exkludieren heißt ausschließen. In unserem Beispiel, ja, Partnerprogramm, das macht jetzt keinen Sinn. Wir haben da keine Unterseite mehr, aber ich könnte jetzt hier, wenn ich jetzt hier die Startseite nehme zum Beispiel, dann soll das überall angezeigt werden. Aber zum Beispiel auf der Preiseseite möchte ich das nicht haben. Weil da habe ich was anderes mit meinen Usern vor, da soll das nicht stören. Mal als kleines Beispiel. Und das kann ich hier eingeben und dann verhält es sich so. Wir nehmen das hier mal wieder raus und gehen wieder auf unser Partnerprogramm. Das ist einfacher. Als Option dazu bieten wir Ihnen zwei Varianten. Und zwar, wann das Ganze angezeigt werden soll. Wir können das nach Sekunden machen oder nach Scrolltiefe. Wenn wir jetzt mal Sekunden auswählen, nehmen wir mal 3. Das schaffen wir gleich noch zu zählen. So, wir tätigen Reload, 21, 22, 23 und da ist die Feedback-Lasche, also zeitbasiert können wir das anzeigen lassen und noch ein bisschen Scrolltiefe haben wir hier. Wir probieren mal aus, auf 300 Pixel zu gehen, das müsste eigentlich klappen. Das heißt, oftmals möchten wir auch erst mit dem User interagieren, wenn er einen gewissen Teil unserer Website schon gesehen hat und da ist und nicht sofort mit ihm kommunizieren. Dafür können wir die Scrolltiefe eingeben. Das haben wir jetzt hier gemacht. Wir scrollen ganz nach oben. Wir machen den Reload. Und wir können es 1, 2, 3 zählen. Da passiert nichts, weil wir die Zeit rausgenommen haben. Es steht. Und wenn wir jetzt langsam runter scrollen, dann kommt es. Da waren die 300. Das heißt, wir haben die Scrolltiefe erreicht und das Element wird angezeigt. Genau, und das ist die Möglichkeit, die Sie hier haben. Das ist ganz, ganz angenehm und entspannt für Sie. Sie können das einfach hier einstellen, brauchen keine IT-Abteilung und das funktioniert sofort. Und das war jetzt die Möglichkeit der Feedback-Lasche. Ach, wir haben gar nicht drauf geklickt, aber so wird es aussehen. Das heißt, ich klicke drauf, die Umfrage öffnet sich. Wir haben noch keinen Reload getätigt, wir klicken mal drauf. Und dann sehen wir auch hier,
Die Befragung öffnet sich direkt im natürlichen Umfeld meiner Website, ohne dass der User diese verlässt. Genau. Was wir Ihnen noch anbieten, ist das Pop-up. Das Pop-up ist eine schnelle Variante, das heißt, die Umfrage erscheint direkt. Hier wird nicht gefragt oder ähnliches, sondern wir möchten jetzt Feedback erhalten. Wir möchten jetzt wissen, gefällt euch das nicht, was ihr gerade seht, und dann können wir das hier gestalten. Wir können noch ein bisschen hier die Deckkraft im Hintergrund anpassen, wie viel wir von unserer Website verstecken möchten oder nicht, damit das Ganze harmonisch wirkt. Ich speichere das mal ab. Und auch hier haben wir wieder die gleichen Einstellungen. Hatten wir die hier ausgeschaltet? Ja, die sind ausgeschaltet. Wir haben auch hier wieder die gleichen Einstellungen. Das Ganze ist URL einschließen. Wir nehmen das Partnerprogramm wieder. Nehmen wir mal wieder 3 Sekunden, speichern. Und jetzt aktivieren wir das Ganze. Und wenn wir jetzt hier den Reload tätigen, 21, 22, 23, da kommt unsere Befragung genauso, wie wir es eingestellt haben. Das heißt, die Transparenz hier im Hintergrund ist nicht so stark, ein bisschen freundlicher. Ganz, ganz individuell. So, das ist die zweite Variante. Ich nehme das hier mal wieder raus. Und die dritte Variante ist ein Fokus-Layer. Das haben Sie bestimmt schon mal gesehen. Öfters mal im Internet, wenn Sie auf Seiten surfen oder so, dann kommt immer so ein Layer in der Mitte, der dann zu so einer Befragung einlegt, Marktforschung oder ähnliches. Das bieten wir hier auch an. Das können Sie auch machen. Ist die Variante zum Pop-up. Das heißt, hiermit lade ich ein, stelle die Befragung in den Fokus und der Website-User hat die Möglichkeit zu sagen, ja, ich möchte teilnehmen, dann öffnet direkt die Befragung, oder aber ich möchte es nicht und klickt es weg. Und auch hier wieder haben wir die Möglichkeiten, hier die ganzen Farben einzustellen, können das ein bisschen bunt gestalten oder passend auf die Corporate Identity, können den Text hier bearbeiten, können den Headline und den Text bearbeiten, die Deckkraft wieder anpassen, je nachdem, wie es Ihnen besser gefällt. Den Button Feedback geben und auch wieder das Verhalten öffnen im Pop-up oder im Tab. Also da wieder einige Einstellungsmöglichkeiten. Und dann das hier unten, das haben Sie ja eben schon gesehen, können Sie genauso machen. Entweder wieder automatisiert oder halt den Code kopieren und dann damit auf Ihre Website einfügen. Das waren die Möglichkeiten, wie Sie Feedback bzw. Befragung von Easy Feedback auf Ihrer Website ganz einfach und flexibel einbinden können. Dazu brauchen Sie keine IT-Abteilung und haben jederzeit die Möglichkeit, mit Ihren Usern, mit Ihren Kunden zu sprechen. Sie können dort im Bereich der Customer Experience Touchpoints definieren und einfach immer, das heißt immer, aber nach der Zufriedenheit fragen, um darüber halt über den langen Weg zu gucken, haben wir Probleme irgendwo auf der Website? Ist der Support nicht gut gewesen oder ist das nicht gut erreichbar? Oder ist das Hilfecenter oder der FHQ-Bereich, ist der gut aufbereitet? Kommen die User da weiter oder nicht? Das sind halt alles so Painpoints, die man auf seiner Website haben kann, damit die User Experience sinkt. Und das wollen wir ja nicht und deswegen bieten wir Ihnen das hier an, dass Sie da ganz flexibel Feedback einholen können. In dem Sinne, viel Spaß mit den Optionen. Meiner Meinung nach sind die sehr gut geworden. Mir macht selber sehr Spaß, immer hier zu arbeiten und zu sehen, dass es sofort funktioniert. Ja, viel Erfolg kann ich nur sagen.